Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute wieder einen weiteren Teil meiner Schminksammlung für euch, beziehungsweise aller Lidschattenpaletten einer Marke. Und heute ist die Marke Shiglen dran. Ein kurzer Disclaimer vorweg. Ich weiß, Shein ist keine unterstützungswürdige Plattform, aber ich denke, es trifft dennoch auf viele zu. Man kommt irgendwie zum Teil gar nicht drum herum, auf Shein zu bestellen. Natürlich gibt es Leute, die ziehen das trotzdem durch, Hut ab. Ich habe jetzt auch schon seit 2 Monaten oder so nicht mehr dort bestellt, weil in dieser Zeit sehr viel Aufklärungsarbeit von größeren YouTube-Kanälen betrieben wurde und mir dadurch so ein bisschen die Augen geöffnet wurden. Allerdings will ich trotzdem nicht ausschließen, dass ich in Zukunft trotzdem noch Sachen dort bestellen werde. Ich habe auf jeden Fall vor, zumindest nicht mehr so oft dort zu bestellen. Also ich will schon auch gucken, dass wenn ich dann halt nur Sachen bestelle, wo ich halt wirklich haben möchte. Denn damals nach meiner ersten Shein-Bestellung, die ich auch mit euch auf YouTube ausgepackt hatte, ist bei mir so ein bisschen was eskaliert. Ich habe dann fast wöchentlich bei Shein bestellt, weil ich einfach irgendwie eine richtige Sucht danach entwickelt habe. Und das ist definitiv der falsche Weg. Und ich bin auch froh, dass ich von alleine wieder von dieser Sucht weggekommen bin. Denn das kann wirklich richtig schief gehen. Also nicht nur finanziell, sondern auch eben süchtig machen, weil man versucht, so viel wie möglich zu sparen. Und ganz ehrlich, das ist halt eben genau der Punkt. Shein ist zwar super günstig, aber die Produktionsweisen sind einfach nicht gut genug. Aber ich werde auf jeden Fall trotzdem nicht ausschließen können, dass ich jetzt nie wieder bei Shein bestellen werde. Denn wenn wir mal ehrlich sind, es haben so viele große Marken Dreck am Stecken. Also auch wenn man an Nestle oder so denkt. Und da lässt sich das ja auch kaum vermeiden, dass man komplett auf deren Produkte verzichtet. Und deshalb ist das halt eben auch ein bisschen schwierig. Ihr könnt vielleicht erkennen, ich habe hier schon ein paar Swatches auf meinem Handrücken. Denn ich möchte dann auch direkt mit der ersten Palette beginnen. Und das ist die Centuries von Shiglen. Sieht jetzt von außen etwas unspektakulär aus, aber ich denke, ihr könnt anhand der Swatches sehen, wie super schön die Farben sind. Diese Palette habe ich zugeschickt bekommen gehabt von einer Zuschauerin in einem Fanpaket und ich liebe sie. Ich glaube, ich werde sie niemals aussortieren. Mir gefällt die Lidschattenqualität hier richtig gut. Manche Töne sind nicht so 100% deckend, also gerade so die Schimmertöne. Da sind ein paar dabei, die eher so als Toppertöne durchgehen. Also da muss man halt auch ein bisschen Erfahrung mit bringen, weil wenn man nicht genau weiß, welcher Ton davon halt eben der Topperton ist und man lässt halt extra auf dem Auge den Platz frei, sieht es dann nicht unbedingt so schön aus. Also bei der Palette sollte man vielleicht allgemein immer mit so einer Art Untergrundbase arbeiten, das heißt auf jeden Fall immer Lidschattenprimer oder halt wirklich eine der matten Farben unten drunter. Dann habt ihr halt eben die jeweilige matte Farbe mit dem schönen Schimmer oben drüber. Ist halt nur eine Sache, wo ich halt wichtig finde zu erwähnen, aber die drei, die ich euch jetzt hier geswatcht habe, die sind definitiv deckend genug, um ohne matte Farbe drunter arbeiten zu müssen. Aber es ist wirklich eine sehr schöne Palette und vielen Dank nochmal an die Zuschauerin. Ich finde die Palette nach wie vor wirklich super toll und benutze sie gerne. Also wenn ich eine definitiv nicht aussortieren wollen würde, dann wäre das die hier. Als nächstes zeige ich euch dann eine, die finde ich auch richtig schön. Die erinnert mich wirklich sehr an die Natasha Denona Gold Palette. Und das ist die hier, die heißt The Afterglow Palette. Und das Packaging ist ziemlich unscheinbar, aber von innen ist sie dafür umso schöner. Und ich glaube, jeder, der die Natasha Denona Gold Palette schon mal gesehen hat, weiß, dass diese Farben wirklich nah dran kommen. Und ich muss halt auch wirklich zugeben, dass der Ton hier oben, der halt eben auch in der Natasha Denona Palette so ein Ton mit Ledertextur ist, das ist halt hier in der genauso. Und an sich, also ich merke da wirklich keinen Unterschied. Ich müsste eigentlich echt mal ein Dupe-Video dazu machen, weil die beiden Paletten sind sich so unfassbar ähnlich. Es ist echt der Wahnsinn, wirklich. Also für mich auch wirklich eine wunderschöne Palette. Auch hier muss ich echt sagen, ich finde nicht, dass es einen Qualitätsunterschied zwischen der Natasha Denona Palette und der hier gibt, sage ich euch ganz ehrlich. Zumal ich hier auch irgendwie die Qualität dieser Ledertextur-Lidschatten viel einfacher zu bedienen finde als bei den Natasha Denona Paletten. Keine Ahnung, warum das so ist, aber die Töne sind wirklich toll. Ich persönlich habe kein Problem mit denen und hier könnt ihr es auch sehen, das ist diese eine Ledertextur. Die hat halt eben auch dieses seidige Finish, das Natasha Denona hat, aber irgendwie nochmal ganz besonders. Also, ich weiß nicht. Für mich wirklich eine super tolle Palette und ich denke, ihr könnt auch hier erkennen, also wenn man die in eine feuchte Lidschattenbase einstempelt,
hat man überhaupt keine Probleme, das sage ich euch. Also wenn ihr die Natasha Denona Palette schon immer mal haben wolltet, kann ich die euch wirklich empfehlen, weil dann könnt ihr zumindest auch vielleicht gucken, ob euch einfach auch die Farben zusagen würden und ob ihr tatsächlich auch die Palette genug benutzen würdet, bevor ihr euch die Originale holt, weil es lohnt sich halt. Ich glaube, die hat nicht mal 10 Euro gekostet. Also kann man da wirklich nicht meckern, wenn man sich wirklich nicht sicher ist, ob man bereit ist, 112 Euro für eine originale Natasha Denona Palette auszugeben, dann gibt es halt wirklich bei Shein eine günstige Alternative und man kann es halt eben erstmal austesten. Dann komme ich auch schon zur letzten SheGlam Palette und das ist diese Glitz Witz Palette. Ich kann das nicht aussprechen, meine Güte. Vom Packaging wunderschön. Ich hätte mir dieses Packaging nur eigentlich bei diesem Natasha Denona Dupe gewünscht, weil ich finde, dort passt die Verpackung halt mehr zu dem Inhalt. Das ist allerdings auch ein Natasha Denona Dupe. Keine Ahnung wieder, wie die Palette heißt. Das wurde mir auch schon beim letzten Video kommentiert. Ich glaube, Metropolis Palette, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube schon, auf jeden Fall jeder, der die daheim hat oder die kennt, weiß, welche ich meine. Ich habe sie mir damals aus dem Grund gekauft, den ich halt eben auch gerade bei der Palette vorher gesagt hatte. Ich wollte wissen, ob ich die Metropolis Palette kaufen soll und ob ich sie oft genug benutzen würde. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe die Palette einmal benutzt und dann nie wieder. Es ist zwar eine schöne Palette, aber mich machen hier die Farbzusammenstellungen total kirre. Ich weiß nicht wirklich, was ich benutzen soll. Dann ist halt auch wieder die Sache, die Goldtöne sind wirklich so minimal auseinander, dass es sich einfach nicht lohnen würde, ganz ehrlich. Die Qualität hier ist auf jeden Fall wieder gut. Also auch wieder diese Ledertextur ist hier wieder richtig gut getroffen, muss ich sagen. Und für mich auch wieder viel einfacher als bei der originalen Natasha Denona Palette. Also bei den anderen, ich habe ja die Originale von der hier nicht. Ich persönlich weiß auf jeden Fall durch diese Palette zum Glück, dass ich mir definitiv nicht die Originale davon holen würde und auch nicht holen werde, egal wann, weil es sich einfach nicht lohnen würde. Ich benutze ja jetzt schon die Natasha Denona Paletten, die ich aktuell daheim habe, so gut wie gar nicht, weil ich einfach nicht mit den Lidschatten klarkomme. Ich komme mit der Ledertextur von Natasha Denona einfach nicht klar und ich finde es halt wirklich traurig, dass ich bei Shein oder SheGlam, was ja viel, viel billiger ist und auch viel billiger produziert, besser mit der gleichen Textur klarkomme als bei einer originalen Natasha Denona Palette. Und das hat irgendwie schon was zu heißen. Vor allem, ich habe die Natasha Denona Paletten wirklich oft benutzt und dennoch sind sie nicht gut genug, meiner Meinung nach. Vor allem geht es da halt auch irgendwo um den Preis. Ich sehe den Preis nicht gerechtfertigt. Und da kann mir jeder erzählen, was er will, aber der Preis ist definitiv nicht gerechtfertigt. Gut, ihr Lieben, dann habe ich auch an sich nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, das Video ist wirklich nicht allzu lange geworden. Denn umso weniger Paletten da sind, umso mehr habe ich das Bedürfnis, größere Ausschweifungen in der Review zu den Paletten zu machen. Jetzt mache ich auf jeden Fall gleich weiter und drehe noch ein paar andere von diesen Videos vor. Ich würde mich dann auf jeden Fall jetzt bei euch verabschieden und dann sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder mit einem weiteren Video meiner Lidschattenpaletten zu einer anderen Marke. Tschüss!